Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul und jetzt geht's weiter mit einem Getränketest. Ja, heute geht's mal wieder weiter mit Fanta. Ich habe ja erst vor kurzem diese Fanta-Flaschen getestet. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war irgend so ein Wasser, Geschmackswasser, so eine Brause. Und jetzt geht's mal wieder mit Eistee von Fanta. Nämlich Fanta Mango Maracuja. Ich glaube, das habe ich noch nicht getestet. Habe ich im Rewe gekauft. Und was mir gerade mal so auffällt, ich habe schon alle möglichen Fanta-Sachen getestet, aber noch nicht den Bellissimo supergeilen Wildberries-Eistee, den ich auch privat oft trinke, aber den habe ich bis jetzt nicht geschafft zu testen. Liegt vielleicht daran, dass ich den immer wegtrinke, bevor ich den testen kann. Naja, muss ich mich zusammenreißen. Ja, das sind hier die Zutaten und sonstige Beschreibungen. Aber die Beschreibung fehlt hier nicht. Hier ist doch meistens, ach, hier ist die Beschreibung. Das Ganze ist vegan. Ich lese euch jetzt erstmal die Beschreibung vor. Unser Geheimnis für unverwechselbaren Geschmack. Ein Tee direkt aufzubrühen ist unsere traditionelle Art, einen Eistee zuzubereiten. Dabei gießen wir aus Tradition getrocknete Teeblätter mit heißem Wasser auf und lassen diese eine bestimmte Zeit darin ziehen. So können sich das natürliche Aroma und der vollmundige Teegeschmack optimal entfalten. Hagebutten und Hibiskusblüten runden die feinherbe Schwarzteebasis mit ihrer milden aromatischen Note harmonisch ab. Den direkt aufgebrühten Tee verfeinern wir anschließend mit einem Schuss fruchtigen, exotischen Mango- und Maracuja-Saft. Auf diese Weise entstehen die typischen, unverwechselbare Geschmack unseres erfrischenden Mango-Maracuja-Eistees. Super Beschreibung. So, Zutaten sind Aufguss aus schwarzem Tee, Hagebutte aus Hibiskusblüte, Wasser, Schwarztee, Hagebutte, Hibiskusblüte, Zucker, 1% Mangosaft aus Mangosaftkonzentrat, 0,1% Maracuja-Saft aus Maracuja-Saftkonzentrat, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Teeextrakt, mindestens 1,2 Gramm pro Liter. Ja, vor offen schütteln. Auf 100 Milliliter sind hier 25 Kalorien drin und davon ca. 6,0 Gramm. Ja, ich schüttel das Ganze mal. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt so eine Lasche drin ist, weil die Laschen mag ich eigentlich nicht. Da spritze ich immer noch richtig weit. Also die Flasche meine ich natürlich. Was eigentlich keine Flasche ist, sondern ein Pappkarton. Ich habe gerade Probleme, dieses Ding hier zu öffnen. So, da haben wir... Ah, es ist eine Lasche drin. Ah, war ja klar. Hier seht ihr die Lasche. Und dann muss ich mal kurz ein bisschen weiter weggehen und das machen. Ich hab's hingekriegt, ohne dass das abspritzt. So, wollen wir mal dran riechen? Also es riecht nach Mango und nach Maracuja tatsächlich, ja. Also es riecht sehr lecker. Ich werde jetzt nicht aus dem Pappkarton trinken, weil das sind hier 2 Liter und das wäre mir ein bisschen zu viel. So. So sieht das Ganze aus. Sehr lecker auf jeden Fall. Ich finde, das kann man auf jeden Fall trinken. Ich finde, dass der Eistee von Fanta generell sehr lecker ist. 0 Punkte auf der Kohlensäureskala. Es hat so eine leichte Schwarzteebasis, wie da beschrieben worden ist, und auch Mango-Maracuja-Geschmack. Ja, sehr lecker. Also ich finde trotzdem, dass der Wildberries Eistee noch viel besser ist. Also ich kann dem nur 9 Punkte geben, sehr lecker. Das muss man im Leben auf jeden Fall schon mal getrunken haben. Super lecker, Eistee, keine Kohlensäure. Ich verstehe nicht, wieso man manchmal einen Eistee Kohlensäure reinmacht. Und Mango Maracuja mit Schwarztee-Basis, richtig, richtig lecker. 9 Punkte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dann.